Ich muss mit euch reden. Ich hatte heute meine Führerschein A2-Prüfung. Und ich habe bestanden. Aber guck mal. Let's do it. War alles gelogen? Ja. Mann, ich habe keinen Rewe gesehen. Ich bin verarzt. Heißt du Lukas aber? Boah, was war das denn, Lukas? Nochmal. Nochmal. Ja, Digga. Du hast Strausberg als Kennzeichen. Ja, ich brauchte entweder SEE, MOL oder SRB. Habe ich mich für SRB entschieden. Und außerdem mit B hätte ich kein Jahr 69. Ich finde Jahr 69 sehr wild. Wie stellt ihr euch denn hin, Digga? Tommy, dann musst du deine jetzt auch noch schieben, du Arschloch. Du musst deine jetzt auch noch schieben. Wir stellen jetzt alle so hin. Digga, scheiß drauf. Passt es? Guck mal, jetzt? Ist doch perfekt, Digga. Oh, Alter, Tommy, Digga. Digga, die gehört mir einfach. Geh weg jetzt da. Hier ist jetzt ein Döner. Wir fahren jetzt bis zu dir und dann fahren wir bis nach Alex. Vegan und sie fühlt sich nicht schuldig. Der Opa hat sich einfach voll gehopst, das sind wir, wenn wir alt sind, Digga. Geh weg! Scheiße! Ich hab nichts zum Gegen. Na! Du musst. Frieden! Stopp, T! Es war mir eine Ehre. Ja! Dann fahr ich heute hinterher. Okay. Alles Steve? Steve? Nix. Ab geht's, ab geht's! Glaubst du, ich kann mir eine Unterhose von Steve borgen? Frag ihn doch. Kriege ich bei dir eine Unterhose von dir? Ja? Geil. Ah. Geil. Ihr Homos, Alter. Geil, Digga. Los. Digga! Alter! Die sind einmal alle wach geworden, Digga! Das war ja so totlaut! Junge, ist das geil! Warum hatte ich nicht vorher schon A2? Und der ist der letzte. Bruder, ich sag immer, die Ruhe bringt die Kraft. Ja. Guck mal, wie fett ich bin, Digga, durch die Zeit. Das ist doch voll der Nippel, das ist doch voll der Nippel, Digga. Siehst du, bei euch kann man das nicht machen mit. Alter, kleiner Wichser. Nee, der war daneben, aber. Wie dumm sieht man mit ungetöntem Visier aus, oder? Welcher Mensch fährt denn gerne so? Jetzt ernsthaft. So sehe ich besser aus. Ich hab Motorradhandschuhe an. Was, die sind so schwer. Ha ha ha!
Es läuft es? Ja, läuft. Ja, ich wusste nicht, dass die so... Ich dachte, die sind so abgestumpft. Ich wusste nicht, dass die so spitz sind. Ich hätte mir vorher das Ich hab eigentlich nur gedacht, dass der an meinem Pulli hängt. Wie er stecken bleibt und ich dachte auch erst, der hängt im Pullover und dann zieht er ihn so raus, Bruder, und er steckt in der Haut, Alter. Oh, tut mir leid, Alter, wirklich. Tut mir wirklich leid, Steve. Steve, tut mir wirklich leid. Also, nee, wirklich jetzt, das war zu viel. Ich dachte aber, die sind doch sonst immer so abgestumpft, oder? Woher soll man denn wissen, dass die in die Haut reinfliegen? Ich hab den auch voll sanft geworfen, Digga. Das war genau das gleiche, wie wo ich Olma aus Versehen den Spiegel abgeschlagen hab, Digga. So voll übertrieben eigentlich, Digga. Das war der Fall. Nein! Digga, ein Date! Ich hab dich lieb, Steve. So, erstmal Griffheizung anmachen, Leute. Och, Digga, du und deine Griffheizung. So krass, Alter. Ey, ich hab 2 Hosen, Thermounterwäsche und 2 Pullover plus T-Shirt und Thermounterwäsche an und mir ist trotzdem so ein bisschen frisch. Weißt du, wie ich mein? Das ist ja satisfying. Jetzt nicht mehr. Oh, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach, warte. Warte. Oh nein, Digga. Oh nein. Oh nein, Digga. Ich hasse meine Federung, Alter. Alles entspannt. Läuft der Motor noch? Wenn ihr das Bike ein bisschen anhebt, dann kann ich mir beide rausziehen. Ansonsten ist okay. Warte kurz, Digga. Schwer! Erstmal nur den Lenker drehen? Ja. Aber für die Scheiße. Scheiße, warte. Wie, warte? 1, 2, 3. Mach mal Ständer raus. Mach mal Ständer raus. Ach du Scheiße, geht's dir gut? Ja, ist gut. Sicher? Ja, chill erstmal. Komm erstmal runter. Alles gut. Okay. Ich wollte nur gucken, ob meine Jacke kaputt ist. Chill erstmal. Mein Spiegel, oh, ja, die, Bruder. Das ist nur, das was ist nicht wichtig. Ich hab 500 Puls gerade. Bruder, Domme, ich hab grad wirklich gedacht, gleich ist vorbei, Digga, ohne Scheiß. Alles cool. Boah, wow. Ist das auch eine Schutzhose wenigstens? Ja. Warte ganz kurz, ich schieb erstmal mein Bike weg, ja, Jungs? Boah, Digga, Domme. Das Video darf ich nicht hochladen wegen deiner Freundin, Bruder, die Alter. Ich sag dir ehrlich, ich dachte kurz, ich fahre an dich rein. Ganz kurz war ich, Alter, wärst du falsch gefallen, Bruder? Hat Funk gestorben? Ja, war ganz krank. Ja, Auspuff und... Aber du hattest Glück, ja, weil, Bremse. Guck mal, hier ist es geschliffen und das hat Funken geschlagen, Digga. Nee, das hier. Echt? Oh, stimmt. Oh, zeig mal, warte. Der Auspuff. Lass mal da raufziehen, ich stehe mal auf der Straße, Digga. Digga, ist mir doch egal, sollen die aus dem Weg gehen, Digga? Ey, komm mal hin, Lukas! So, Warnblinklicht alles an, Bruder. Warte, chill erstmal. Hast du Warnblinklicht an dem Ding? Nee, war? Nee. Sieht doch aber relativ okay aus, muss man sagen. Mein Spiegel, der ist halt... Ja, scheiß auf den Boah. Spiegel, Digga. Hauptsache nee, der ist komplett ab, aber... Kannst du damit noch fahren überhaupt? Also ich kann ihn nicht abreißen wegen dem Kabel. Ja, nee, das wird nix. Hat jemand Klebeband dabei oder so? Weiß nicht, ob ich den... Wir können auch ADAC rufen, wenn du willst. Nein, das ist gut. Man kann den fest... Also wenn es das gar nicht steht, man kann den festschrauben. Warte kurz, hier oben ist... Wollen wir die Karre einfach auf den Gehweg kurz schieben vielleicht? Ja, macht mal. Ey, Kai, ist vorne bei dir noch Platz? Denn ja, passt halt rein. Ja? Bruder, Alter, ich weiß nicht, ob ich euch das gerade zeigen konnte, ob es verpixelt war oder was weiß ich. Aber Dom ist übel weggerutscht. Ich weiß noch nicht genau warum oder wieso. Aber es war ganz. Also kurz dachte ich, jetzt ist dann die S7 auch wieder futsch, Digga. Hab ich mich erschrocken, Alter. Mein Herz. Ich glaube, mein Puls, also, Alter, mal gucken, wie es Domme geht. Aber er sagt erstmal alles gut und seine Schutzkleidung sieht auch wirklich gut aus, dafür, dass er gerutscht ist. Warte, ich hab. Nee, da ist nichts, sonst wäre sein T-Shirt gerissen oder so. Wenn dann vielleicht verbrannt irgendwo oder so. Nee, das Problem ist immer. Hier ist was, hier sind Schürfe, oder? Nee, das war vorher, wa? Nee, Digga, alles gut soweit. Wo bist du gerutscht? Auf der selben Seite. Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Dann ab und die Bikes. Bei den Funken ist mein Kopf so eine Nummer hoch. Bei den Funken, also die Funken waren echt krass.
Siehst du, erster Tag R7 direkt Bordwerkzeug benutzt. Lenker, läuft soweit alles gut, Oma? Ich würde behaupten, ja. Und unnötig. Aber ich meine, man lernt ja auch irgendwie draus. Ja, na und Bruder, also keine Ahnung, ich würde einfach sagen, sowas passiert halt, Digga. Ja. Ich habe auch danach gesagt, so, man kann jetzt sagen, yo, es ist übel unnötig, dieses Hin- und Her-Schlängelfahren, was soll das? Übel kacke, gehört nicht in Straßenverkehr oder so. Aber es macht ja auch Spaß, Digga. Ja, eben, da kann, ja. Das ist genau das gleiche wie, dann kann ich auch sagen, Digga, dass ich halt keine Kurve mehr ordentlich nehme und die Maschine in eine Schräglage bewege oder so. So, das ist genauso gefährlich, aber trotzdem macht man es halt einfach, weil es geil ist. Wenn du halt wirklich strikt danach lebst, dass alles, was gefährlich ist, das lässt du sein, Digga, wie willst du dann leben? Das Beste, was uns passieren konnte, ist, dass eine Karre nicht in irgendein anderes Auto reingerollt, also das stimmt. Na und dass kein anderes Bike reingefahren ist in den Domme. Alter, Digga, guck mal meins an, warte. Meins ist das hellste. Guck mal bei mir, die Bäume sind gar nicht im Blick. Guck mal, die Bäume sind gar nicht im Blick. Ich darf nicht mehr wegen dem Auto. Ich fahr nach rechts. Ich auch. Kommt gut nach Hause, meldet euch. Dumme, wir schreiben gleich nochmal wegen morgen. Sowieso. Ja, ey, da. Ich melde mich, wenn ich zu Hause bin, Digga. Mach ich auch. Und ja. Bis dahin, John. War mir eine Ehre. Ich küsse euer Herz. Ich deins auch, Schmatzer. Sag mal, das war meine Ehre. Oh. Pass auf dich auf. Mach's gut, mein Süßer. Schlaf gut. Like a death, but I know just that is a good piece of mental sand that they kept.